Hunter hier und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen mit Familie Blender und ja, Bilbo und Bonnie Blender mit ihren vier Kindern, Armin, Cynthia, Bernd und Jessica. Und die beiden hier, das sind Bernd und Jessica, und der Bilbo ist anscheinend zu Hause geblieben. Ich guck noch mal kurz. Ah, er hat einen Urlaubstag und er sollte den wahrscheinlich einfach nutzen. Beziehungsweise die Bonnie sollte wahrscheinlich mal ausnahmsweise mal gehen, weil sie halt auch, ja, sie ist noch Grundschullehrerin und er ist schon Universitätsprofessor und braucht sowieso noch ein paar Punkte. Und dann ist ja Wochenende. Danach sieht alles, glaube ich, sehr viel einfacher aus. Oh nein, jetzt haben sie auch noch die Grippe. Okay, dann ist ja unser Armin, das ist unser adoptierter Sohnemann. Der darf hier noch so einiges. Achso, der hat eine Krebsmilch bekommen. Ja, der darf noch so einiges lernen. Ja, mit dem muss ich mich noch mal ein bisschen beschäftigen. Die Cynthia ist erst jetzt, beim letzten Mal müsste sie eigentlich Kind geworden sein. So, Moment. Genau, du hast jetzt gelernt. Ich gucke mal noch mal rein. Okay, du hast jetzt also das Sprechen gelernt, ansonsten noch nichts. Sonst müsste das doch, hoffe ich mal, ziemlich am Anfang sein, oder? Genau, und Jessica hat auch schon mal zumindest das Sprechen gelernt. Okay, die ist müde. Ihm geht's noch gut. Ich würde sagen, dann machen wir sie mal gerade vielleicht noch auf die Toilette, oder? Wo haben wir eigentlich die Toiletten? Wo habe ich denn eure Babytoiletten hingestellt? Eine ist hier draußen. So weit weg. Ich habe nicht so viel Platz, ne? Wahrscheinlich deswegen. Wartet mal. Ich muss mal gerade ein bisschen umbauen. Vielleicht kann ich das doch ein bisschen noch anders gestalten. Ach, das lege ich jetzt mal da raus. Egal. So. Da passt doch noch eins hin. Und eine zweite würde ich für Zwillinge auf jeden Fall auch sagen. Und die stellen wir halt mal einfach hier vor die Tür. So, und dann... Okay, die müssen wir erstmal leeren. Ich sag aber mal direkt die Jessica. Warte mal, Jessica, du, genau. Okay, er hat jetzt also das gelernt. Dann geht er jetzt gerade mal zu dem Kaninchen, das ja ganz schön beliebt ist anscheinend. Und dann erstmal... Und danach kannst du sie, die Jessica, ins Bett bringen. Und dann würde ich vielleicht noch mal ganz fix sagen, leerst du das mal aus und dann gucken wir mal. Vielleicht können wir ihm... Oh, sie hat es direkt auch schon gelernt. Ja, cool. Habe ich jetzt gerade noch so gesehen. Töpfchen gehen gelernt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Leert die eigentlich auch die Dinge aus? Nee, ne? Ich glaube nicht, dass das unsere Hausmädchen machen. Räum mal ein bisschen auf. Genau, super. Das da. Sie läuft irgendwie außenrum. Keine Ahnung. So, dann möchte ich dich gerade... Genau, einen Charisma-Punkt hast du noch erreicht. Und ich möchte dir das Laufen beibringen. Erstmal. Achso, das habe ich noch gesagt. Ich leere das noch aus. Okay, dann geh nochmal schnell. Komm nochmal her. Wie? Achso. Ich will erstmal duschen. Okay. So, und jetzt aber Bernd das Laufen beibringen. So, bitteschön. Komm. Wobei jetzt dann doch mal irgendwann auf die Toilette kann. Das könntest du danach direkt... Bernd ans Töpfchen gewöhnen. So, ich spule mal ein bisschen vor. Weil das geht ja eigentlich immer ratzfatz. Wenn man eine Krebsmilch getrunken hat, dann ist das eigentlich relativ leicht. So, müsste geschehen sein. Perfekt. Früher habe ich immer Fotos gemacht davon. Also...
Mittlerweile mache ich das irgendwie gar nicht mehr. Da könnten wir eigentlich auch mal einen Vorhang hinmachen. Chibalabuda. So, und danach, glaube ich, ist er auch müde genug. Oder soll ich ihm was zu essen geben? Okay, warte, dann gib ihm noch mal kurz Flasche holen für Bernd. Danach kannst du mal kurz selber auf die Toilette gehen. Und dann gucken wir weiter. Wann kommt denn eigentlich die Bonnie nach Hause? 15 Uhr mit den Kids. Die kommen ja auch 15 Uhr. Wie alt ist eigentlich jetzt er? 4 Tage hat er noch. So, hat er es jetzt eigentlich gelernt? Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Mist. Nee, hat er noch nicht. Okay. Naja, macht nichts. Ja, leg's einfach hin. Hinlegen. Sehr schön. Dann geh erstmal auf Toilette. So, du gehst mal. Indy, komm, geh mal trinken. Weil danach gehst du ins Bett. Geh mal trinken. Und der Papa kann hier gerade nochmal vielleicht das Leeren fix. Und danach kann er dich ins Bett bringen. Und bis dahin ist wahrscheinlich Jessica schon wieder wach, ja. Zumindest hier sieht die Energie. Oh, der ist erkältet. Ganz gut aus, genau. Jessica rauslassen. Nein, wo gehst du denn hin? Nein. Komm mal hierher. Der hat übrigens auch braune Augen, ne? Sie, glaube ich, auch, oder? Nee, sie hat blaue. Okay. Was denn? Nun komm schon mal her. Komm, lass dich ins Bett bringen. Komm, Bernd. Lass dich vom Papa ins Bett bringen. So. Ist ja gut, meine Güte. Kannst auch noch was davon trinken. Der Papa macht das gerade mal leer. Komm, mach sie mal raus. Los. Oh, nee, doch nicht trinken. Sorry. Achso, Moment, ja. Wir lernen nochmal fix das. Oh, Windeln wechseln? Warum habe ich Windeln wechseln drin? Könnte ich theoretisch machen, okay. Jetzt kommen die anderen gleich. Komm, komm. Nee, komm. Bring dir das Laufen jetzt bei. Ganzen Morgen hat er sich um die Kids gekümmert. Wie süß, oder? Aber es hat auch gut funktioniert. So, Cynthia ist gut in der Schule. Sehr schön. Sie räumt das auf. Das ist sehr nett von dir. Oh, Bonnie hat keine Beförderung mitgebracht. Ich hätte fast gedacht, dass er das tut. Armin hat den Claude zum Spielen mitgebracht. Jessica, lauf. Reinkomm. Okay, jetzt macht er. Super. So, dann gucken wir mal. Wir haben uns auch überhaupt gar nicht um unsere Tiere gekümmert, ja. Das ist, naja. Okay. So, jetzt gucke ich mal. Also, Armin ist hier. Dem fehlt auf jeden Fall Spaß. Der hat hier seine Hausaufgaben hingelegt. Spaß. Okay. Lass mich mal überlegen. Betrachte gerade mal das hier. Dann gehst du mal hier rüber. Betrachtest das und das. Und dann würde ich erstmal sagen, gehst du vielleicht nach ganz oben in, ja, eigentlich fast noch deinen Reich. Machst ein Sprudelbad, gehst auf die Toilette und gehst erstmal ins Bett. Ist ja Freitag, von daher können wir uns dann noch ein bisschen Zeit nehmen. Übers Wochenende wirst du dann noch einiges lernen dürfen. Und vielleicht auch mal, ja, ich sag mal so, die Familie in Anführungszeichen mehr und besser kennenlernen. So, Bonnie ist noch draußen. Die darf hier mal direkt, oh, was wollte ich denn jetzt eigentlich, oder wie wollte ich das jetzt eigentlich anstellen? Jetzt habe ich mir das wieder nicht bereitgelegt. Naja, gut. Oh, achso, Winter ist sowieso schlecht wahrscheinlich, da kann ich nicht so viel sprühen. Ich sag mal, viele pflegen, das kannst du mal direkt hier draußen machen. Und, genau, und die Cynthia jubelt noch. Und ich glaube, du kannst direkt ins Bett gehen, weil du bist echt müde, meine Liebe. So, schlafen. Aber deine Hausaufgaben legst du zu dir sogar. Wow, komm zumindest ins Bett.
Jetzt hat sie wahrscheinlich eine 1 gemacht. Ja, eine 1 plus sogar. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Achso, eines, was ich noch kurz gucken wollte, genau ist das. Oh, Bonnie hat was. Einmal einen Punkt kriegst du hier rein. Die Kids. Oh ja. Ach, Jemini, bei euch habe ich die noch gar nicht vergeben. Beide 2. So, dann geht's euch wahrscheinlich schon gleich wieder ein bisschen besser. So, wir laufen aber noch. Okay. Gut, dann gibst du am besten eine Gripsmilch aus. Hallo Bilbo, magst du mich nicht mehr? Oh, was? Achso, bezahlte Resturlaub. Er hat gerade irgendwas bekommen. Wobei, es geht gleich. Warte mal. Wie viel haben wir? 25.000 verdient. Sehr schön. Ja, wir haben es gleich. Brauchen gar keine Gripsmilch. Holen aber dann der Jessica gleich auch nochmal was zu essen. So, sie ist noch unten, ja. Danach kannst du mal hier ein Bad nehmen. Baden. So, geschafft. Yay, so cool. Sehr gut. Dann hat sie alles, oder? Wo gehst du jetzt hin? Ach so. Warte, dann hast du alles. 1, 2, 3. Ja, die 3 Sachen hat sie. Wunderbar. Dann kannst du jetzt selber mal auf die Toilette noch gehen. Komm, geh erstmal auf die Toilette. Der Papa bringt dir vielleicht gleich was zu essen. Der jubelt da drüben gerade nochmal. Und es schneit. Bonnie, ich hoffe, dir ist nicht zu kalt hier draußen. Oh, es schneit. So, Armin. Armin war der Name, gell? Den habe ich noch nicht so irgendwie im Kopf irgendwie. Armin. Also Armin ist noch hier. So, der geht jetzt gleich mal ins Bett. Das passt schon. Cynthia ist im Bett und hier ruft, glaube ich, ein Baby. Genau, der Bernd ist aufgewacht. So, Bilbo kam den ganzen Tag noch nicht hier raus irgendwie. Bernd. Oh, Bernd geht's aber soweit gut. So, dann würde ich sagen, was ist mit ihr? Also, warst du noch nicht? Komm, geh mal auf die Toilette erstmal. So, und du kannst dann, warte mal, Bonnie habe ich hier hingeschickt. Du kannst uns dann vielleicht selber oder dir erstmal was zu essen geben. So, Claude Jensen ist hier. So, ich muss mal nach unseren Tieren gucken. Oh, unser Tiger. Nee, wie heißt der hier? Doch, Tiger, der ist ja pensionierter Kater. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Er schläft. So, wunderbar. Und Alex schläft hier auch. Die schlafen hier zusammen im Zimmer. Er hätte aber auch Harndranghygiene. Das müssen wir dann machen. Beziehungsweise er muss jetzt erst noch mal ein paar Stunden arbeiten gehen. Okay, Bonnie. Bonnie, wie weit bist du hier draußen? Ja, ich lasse sie halt das jetzt einfach mal machen. Ne, das mit dem Einsprühen, ich weiß gar noch gar nicht mal, ob das im Winter eigentlich geht. Das weiß ich gar nicht. Guck mal, die sind alle Platin. Cool. Die Kids sind Platin. So, ihr spielt jetzt irgendwas, das ist gut. Dir müssen wir noch was beibringen, das Töpfchen gehen. Okay, das kriegen wir irgendwann noch hin. Das ist, glaube ich, das geringere Problem. Ich guck mal, sie hat schon einen Vorsprung. Er geht jetzt. Ein Logikpunkt. So, was ich noch mal gucken wollte, ist, habe ich eigentlich euch schon gemalt? Ich glaube nämlich nicht. Sonst würde ich das wahrscheinlich irgendwo hier in das Schlafzimmer gehangen haben. Oder hätte ich es hingehangen, schätze ich mal. Oder irgendwie da nach unten. Auf jeden Fall sichtbar. Das heißt, dass wir auch noch irgendwann malen sollen. Ich mache mal ganz kurz auf Stopp, weil ich erstmal eine Staffelei suche. Da ist eine, aber. Oder haben wir mal angefangen? Nö, ne? Weiß ich nicht. Da ist eine, aber das wäre jetzt halt Winter. Deswegen mache ich das mal gerade. Ja, doch, ich mache das mal gerade in das Zimmer einfach. Mal gucken.
fehlt allerdings noch ein bisschen Licht in dem Zimmer. Sonst wäre es einfach zu dunkel. So, und dann machen wir einfach mal so pro forma sowas dahin. Ich weiß natürlich nicht, wo sie sich wieder hinstellen wird, in welche Richtung. Das ist manchmal ja ganz unterschiedlich. Mache ich da mal da auch nochmal eine hin. So. Okay, sie, ihr ist aber kalt. Ich weiß auch gar nicht, wem ich das eigentlich geben soll. Eigentlich der Bonnie würde ich das gerne geben. Also, dass sie sagt, so, ich male dich, mein lieber Mann. Wobei sie jetzt echt, also langsam, ihr wird zu kalt. Okay, Alex geht zur Arbeit. Ich glaube, ich lasse sie dann auch erstmal schlafen oder so. Keine Ahnung. So, du hast was gegessen oder? Genau, du gehst mal hier oben nochmal baden. Und dann müssen wir auch mal ein bisschen Spaß gucken bei dir. Hier, guck mal, das kannst du nochmal betrachten. Das ist übrigens ein schöner großer Spiegel, den ich echt nur in dieser Familie habe. Der gefällt mir voll, voll gut, muss ich sagen. Das ist einfach auch passend, ne? So, aber ihr seht, man braucht drei Schränke nebeneinander, damit das auch wirkt. Und das, ja, damit er halt auch, wie soll ich sagen, gut aussieht, ne? So, wie lange brauchst du denn noch? Meine Güte, jetzt, ey, Gott sei Dank. Dann komm mal rein. So, und ich gucke nochmal nach unseren jungen Kids. Einmal Logikpunkt. So, er möchte nochmal. Warte mal. Dann gehst du nochmal hierher und leerst das dann hier gerade. Und das können wir dann auch nochmal direkt wegwerfen. Und Bonnie, sag ich eigentlich erstmal, sie soll ins Bett gehen, oder? Ah, das ist schon ein bisschen doof irgendwie. Sonst vergesse ich es irgendwie wieder. Okay, ich mache einfach mal Porträtmalen von Bilbo. Und dann gucken wir einfach mal. So, ihr beiden, du bist fast fertig. Ich würde jetzt mal sagen, wenn die Mama fertig ist, dann machen wir das. So, ich sage aber erst einmal, also dass sie aufsteht. Erstmal ein Tschüss und Goodbye. Ich möchte nochmal eine Runde hierher kommen. Dann sage ich erstmal Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Eure Sagina Dau. Ciao, ciao.